Ich war neulich wieder mal bei den Frauendoktor gewesen. Da muss man ja dann auch immer noch mal hin, nicht? Und dann saß ich da so in das Stübchen und vor mir war ein blutjunges Mädchen. Du, Pauline, die wollte die Pille. Nur habe ich gehört, wie der Doktor zu das Mädchen sagt, die Pille gibt's heute nicht mehr. Wir haben jetzt Pflaster. Ich hoffe, vielleicht lauscht. Ich dachte, was macht er nun? Und dann meint das Mädchen, und das soll helfen. Ja, sagt der Doktor, man muss es nur auf die richtige Stelle kleben. Aber wisst ihr, ich war wieder beim Zahnarzt gewesen. Mein, ich kann doch nämlich keine Nacht mehr schlafen vor Zahnschmerzen. Marie, das kann mir nicht passieren. Meine Zähne und ich schlafen getrennt. Da war ich mit meinen Eltern in Cottbus gewesen. Mein, mit Bus sind wir vorn. Und vor uns, da saß ein junges, verliebtes Pärchen. Mein, weißt du, die haben gekuschelt, die haben sich gedrückt und Küsschen hier und Küsschen da. Ich wurde richtig neidisch. Dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, guck mal, man müsste doch noch mal 20 sein. So, meint er, wegen die paar schönen Minuten noch mal 40 Jahre arbeiten. Aber weißt du, mit meinen Eltern, das stimmt wirklich halt nicht. Mensch, der ist in letzter Zeit immer so deprimiert. Pauline ist der so deprimiert. Nein, Marie, ich weiß nicht. Meiner ist auch ein Depp, aber prämiert also der. Nicht war mal wieder ein Kino. Ja, das ist doch schön. Ja, aber weißt du, ich hatte so meine Probleme. Warum? Ich hatte Mittag weiße Bohnen. Oh. Kannst du dir vorstellen, was da los war? Aber bei die ganze Sache hatte ich noch Glück, das war ein Kriegsfilm. Marie, willst du? Und dann habe ich gedacht, beim nächsten Angriff, da haust du mal so ein Ding zwischen. Marie, der nächste Angriff kommt, ich ein mörderliches Ding abgezogen. Nein, auf einmal höre ich zwei Reihen hinter mir, wie ein Mann zu seiner Frau so und, Mensch, Frau, ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt hauen sie das Scheiß aus dem Topf. Aber wisst ihr was, Pauline, jetzt muss ich da mal was von meiner Mutter erzählen. Unser großer Sohn, der kam neulich zu mir in die Küche, denn im Winter. Oma, Opa hatte recht gehabt, als der zu mir gesagt hatte, ich solle nicht in den Nachtclub gehen. Da würde ich Dinge sehen, die ich lieber nicht sehen sollte. Mein, sag ich, was hast du denn gesehen? Da unser Opa. Ach, Marie, unser Kleiner war auch neulich wieder da. Weißt du, wenn der kleine Kerl da ist, dann will der immer bei uns in die Ehebetten schlafen. Ach, ich weiß nicht, du. Die Besucherritze. Mein Alten hat den Tag der Rappele packt. Hat der nicht angefangen zu grabbeln? Ich so, Mann, das geht ja heute nicht. Der Junge schläft ja. Geh in Küche, trinken Bier. Ja, der ab in Küche. Weile später kommt da wieder derselbe Zirkus von vorne. Ich soll nur sauber genug. Heute ausnahmsweise kannst du noch ein Bier trinken in Küche. Du sagst, ja, da ist kein Bier mehr. Mein Gott, solche Kühlschrank steht noch eine Flasche Sekt, dann nimmst du die. Marie, der ab in Küche. Ganze Weile war Stille. Marie, auf irgendwo gibt's einen Küchenknall. Stoßt mal der Kleine an und sagt, siehst du, Oma, hättest du Opa einen ran lassen, hätte er sich jetzt in Küche nicht erschossen. Ach, Marie, und ich da eigentlich erzählt, unser Großer ist doch nur beim Bund. Mein Gott, da schrien Juden jetzt großes Manöver. Oh. Und stell dir mal vor, er musste in Bohm sein. Ach, du liebe Güte. Er musste ganz stille stehen, durfte sich nicht rühren. Was der Junge erlebt hat. Erzähl. Marie, erst komm ein Hund. Der hat das Bein rum. Der hat sich nicht gerührt. Weile später komm ein liebes Pärchen. Die haben in den Herzenohr geschnitzt. Und der hat sich wieder nicht gerührt. Aber Marie, denn. Denn kommen zwei Eichhörnchen. Oh.
Die sind auf die Hosenbeine hochgekrochen. Dann hat das eine Eichhörnchen zu das andere so und weißt du was? Die beiden Nüsse, die fressen wir gleich. Und den Zahn, den nehmen wir mit uns. Die ist vorgestern einkaufen. Vorgestern sind um. Bei uns dort im Markt kaufen. Mein Auto parke ich immer da hinten an die Büsche. Aber Maria, was mal dort passiert ist. Na was denn? Ich komme mit meinem voll beladenen Wagen, steuere auf mein Auto zu. In dem Moment springt ein Exhibitionist aus die Büsche. Was? Reißt den Mantel auseinander. Hm? Maria, in dem Moment ist meine Fallen. Ich hole die Schrimps vergessen.